ist echt alles voll. Das ist alles einfach voller umgeknickter Bäume. Das ist verrückt. Wir sind eine ganz normale Familie. Mit einer nicht ganz normalen Abenteuerlust. Wenn ich wir sage, dann meine ich Elisa, Lotta und Hannes, Jan, unseren Defender Hugo, das Pony Josie und Zella. Schauen wir doch mal gemeinsam, was wir so erlebt haben. Hochgefahren, wo das Fort Lissa ist, auf, ich glaube, ungefähr 1660 Metern Höhe. Und ja, Hannes findet es immer ganz spannend, so Ruinen anzugucken, oder? Mhm. Ja. Ja. Leider und müssen wir noch, ja. Jetzt haben wir halt eine Ruine gefunden, ich finde sie halt ganz spannend. Jetzt wollen wir uns die mal weiter angucken. Ja. Und da ist unser Hund. Und da ist unser Hund und er möchte gerade auch was sagen. Was möchtest du denn sagen? Ist das super? Ja, genau. Ja, aber wir müssen gleich nochmal ins Tal fahren. Diese Tour ist eine circa 2 Stunden Offroad-Tour. Und wir fahren nachher nochmal ins Tal, denn die haben von 12 bis 4 Uhr Mittagspause gehabt, selbst in den Supermärkten. Und wir müssen mal wieder ordentlich aufstocken. Also gehen wir heute einkaufen, dass wir wieder so 2-3 Tage komplett autark sein können. Genau. So, und das ist jetzt tatsächlich das Fort Lissa. Das andere eben unten, das waren, also diese Ruinen waren die Kasematten. Und hier oben sieht man noch, das ist eigentlich echt gut erhalten. Mit so einer Art Festungsgraben drumherum. Und da oben drauf standen 4 Geschütze. Und ungefähr da, wo die Zella jetzt gerade ist, weiß gar nicht, wie die da überhaupt hingekommen ist. Weil das nämlich eigentlich heute alles zu ist. Jetzt ist es ein Museum mittlerweile. Wie gesagt, heute leider geschlossen. Aber man kann da auch offenbar reingehen. Wir haben heute Pech. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal von außen weiter an
Und Sella kann uns später verraten, wie es da oben so aussah, wenn sie dann wieder bei uns ist. Wir sind auf dem Weg nach Enego. Das ist das nächste Dorf und da hat jetzt mittlerweile auch der Supermarkt und der Metzger wieder geöffnet. Also Supermarkt, müssen wir mal schauen, was da wirklich, wie super der Markt ist. Das ist alles relativ klein, aber sehr süß und wir haben jetzt eine große Einkaufsliste geschrieben und dann wollen wir mal gucken, wie viele Sachen wir denn von unserer Liste da tatsächlich besorgt bekommen. Wir wollten eigentlich eine Wette abschließen. Und dann haben wir überlegt, naja, um die Wette zu sabotieren, ob wir nicht so Sachen wie Papaya und Drachenfrucht drauf haben. Aber nein, wir lassen das. Wir glauben eher, dass wir bei dem ziemlich geil aussehenden Metzger Erfolg haben könnten. Weil heute Abend wollen wir endlich mal wieder unseren coolen Grill anschmeißen. Wir haben unseren Kindern ein Lagerfeuer versprochen. Wir hoffen, wir können dieses Versprechen einhalten. Ja. Genau, und nachdem wir dann Proviant besorgt haben, fahren wir wieder in den Berg. Genau. Und suchen ein Nachtlager, einen schönen Platz. So ist zumindest der Plan. So, das ist besagtes Dörfchen. Da sind all unsere Geschäfte. Hier steht der Hugo. Und hier ist eine ziemlich schöne, krasse Kirche. Schön. Mega gut, der Metzger. Oh, ich sehe schon was. Sehr gut. Total geiler Supermarkt. Ich bin echt überrascht. Die packen hier alles auf kleinstem Raum und ich habe eben ein richtig geiles Steak à la Fiorentina bekommen. Und das hat so, ich glaube, 1,4 Kilo und das werden wir schön heute Abend auf dem Grill haben. Ja, so, ich versuche jetzt mal meine Einkaufsliste hier abzuarbeiten, aber ich glaube, die Wette hätte ich verloren, weil ich habe nämlich gesagt, wir kriegen noch nicht mal die Hälfte von dem, was auf der Liste steht. Aber ich glaube, da habe ich mich richtig getäuscht. Hier gibt es fast alles, was das Herz begehrt. Richtig gut. Bäume sind echt wie die Mikado-Stäbchen, die liegen hier überall. Das ist richtig krass. Also überall. Und das begleitet uns eigentlich schon seit, ja, seit der ganzen Tour. Das ist verrückt. Das habe ich so noch nie gesehen. Krass. Total verrückt.
absolut irre. Einfach alles irgendwann bei irgendeinem Straßensturm platt gemietet. Ja, jetzt sind wir mal sehr gespannt, ob wir, weil wir jetzt hier gleich im Wald müssen, theoretisch, oder das, was noch davon übrig ist, ob wir da überhaupt herfahren können, weil ja, es wahrscheinlich noch nicht alles freigeräumt ist. Schauen wir mal. Aber ey, guckt euch das an, wie verrückt. Ja, auch wie schlimm, ja. Ja, wir wollen echt Renten, Reichtümer, was weiß ich, vernichtet. Vermutlich in einer Nacht. Ja, ich glaube, da will keiner dabei gewesen sein. Wenn auch nicht alle Bäume knicken wie die Streichhölzer. Okay, dieser Weg zumindest bis jetzt geräumt. Elisa macht Feuerholz. Das ist auch ein Weg, Aggression abzubauen, wenn man welche hat. Gerade nicht. Also keine Aggression, aber Feuerholz brauchen wir. Pass auf, dass Sella nicht deine Beute für sich in Anspruch nimmt. Ich glaube, das müsste jetzt auch reichen. Zum Starten. Okay. Gut. Wir haben heute Abend einen schönen Stellplatz gefunden. Auf 1700 Meter ungefähr. Und hier ist nochmal wie so eine Art Hochebene. Da unten ist ein verlassenes Häuschen. Einen kleinen Stall. Keine Ahnung, was das ist. Wollen wir morgen mal inspizieren. Und wir haben Glück mal wieder, weil es hat aufgehört zu regnen und es ist ja einigermaßen trocken. Also absolut in Ordnung. Danke. Ich meine, ja, diese kleinen Stöcke, die brennen auch ganz gut, ne? So, jetzt darfst du mir einen machen, Lotta. Okay. So, ich mache Grillgemüse. Beziehungsweise habe es gemacht. Da kommt jetzt noch ein bisschen Olivenöl rein und Salz und ein bisschen Gewürz und sowas. Und jetzt kommt das Beste. Eben in der Dorf. Metzgerei habe ich nämlich ein riesen Stück Fleisch besorgt. 1,3 Kilo für 25 Euro, unglaublich. Ein riesen T-Bone. Schaut euch das mal an. Ist das nicht der Hammer? Mega gut. Richtig cool. Und das packen wir jetzt gleich auf den Grill. Freue ich mich schon drauf. Genau, und ich stehe jetzt hier so ein bisschen. Dann wird hoffentlich aufhören zu regnen. Es ist trotzdem mega schön. Echt voll die coole Stimmung. Und hier brutzelt das Essen. Da freue ich mich jetzt drauf. Wir haben auch noch ein großes, scharfes Messer, ne? Ehrlich? Ja. Okay, das wäre aber egal. Also Eigenlob stinkt.
Aber ich muss echt sagen, das ist schon ziemlich geil. Ich glaube, besser hätten wir heute Abend irgendwo im Ort essen können. Warum ist gerade die Lotta wach geworden?